die zweite als Unzucht bezeichnete, im Hebräischen eigentlich Gilui Erwa oder Gilui Erayoth, also wörtlich sowas wie ein Aufdecken von Nacktheit oder von Scham, ein Entblößen von Scham. Allerdings das Wort Entblößen, Gilui, also Gila, ist auch nicht zwangsläufig im negativen Sinne gemeint. In anderen Kontexten ist zum Beispiel die Megillah, die Schriftrolle, das ist das, was eben entrollt und dadurch aufgedeckt wird als eine heilige Schrift. Oder überhaupt die Wurzel Gal haben wir schon mal angesprochen beim Zahlenbegriff der 33, als es um das Alphabet ging und die Zahlenwerte der Buchstaben und Zeichen. Die 33, dieses Gal, steht also für die fließende Form, auch für die Welle. Und gerade das, wo eben der Erlöser erscheint, als die Einheit, die in diese fließende Form kommt, Ga'al, wo dann die Aleph als die Eins zwischen diese 3 und die 30, Gimel und Lamed, tritt und dadurch quasi der Erlöser erscheint, das Ga'al, das Erlösen, möglich wird. Also dieses Gal, diese fließende Form, hat auch etwas damit zu tun, dass dort eben etwas sich zeigt, das Erscheinende eben dieser Welt. Und insofern ist also die Wurzel von diesem Gilui Erwa, von dieser ersten Hälfte davon, von diesem Gilui, einfach ein Erscheinen, Zeigen, gezeigt werden, aufgedeckt werden, auch offenbart werden, kund werden, kundgetan werden und in dem Sinne an sich nicht immer negativ konnotiert. Allerdings in der Kombination natürlich jetzt mit der Scham, mit der Schande könnte man es fast auch übersetzen, wobei eben eher Scham im Sinne von Nacktheit, Blöße auch, ist es dann eben schon etwas Vermeidenswertes eben, deswegen ja auch als eine dieser Hauptsünden genannt. Friedrich Weinreb geht dann auch gerne mal vom deutschen Wort der Unzucht aus und sucht einen Bezug zum Wort des Bezuges, also zur Beziehung. Und die Unzucht, also gerade gedeutet als eine Beziehungslosigkeit. Und das ist nun auch wiederum nicht nur auf irgendwelche erotischen, sexuellen Beziehungen zwischen Menschen bezogen, sondern es ist ganz umfassend auf alle Beziehungen, die der Mensch mit seiner Umwelt knüpft, bezogen. Ist eine Beziehung wirklich mit dem Gesamtkontext im Einklang, sagen wir mal, oder ist sie eine reine Nutzenbeziehung? Ist es sozusagen, wie gesagt wird, der Mensch treibt Unzucht mit den Tieren, ganz am Anfang der biblischen Geschichte, wo ihm die Tiere vorgestellt werden, dem Adam, er ihnen Namen gibt. Da gibt er ihnen eben einseitig Namen, kommt mit ihnen nicht ins Gespräch und dann wird auch gesagt, das ist, wo der Mensch beginnt, Unzucht mit den Tieren zu treiben, weil er sie sozusagen einordnet, klassifiziert, zum Beispiel nach ihrer äußerlichen Erscheinung oder nach ihrem Nutzen für sein eigenes Leben. Und das fängt er dann auch an, dass er Tiere eben nutzt für Schafswolle, für Fleisch, für Milch, für Kraft, für den Ackerbau und so weiter. Der Mensch treibt in diesem Sinne Unzucht mit den Tieren, wenn er das nur tut, um eben seinen Nutzen daraus zu ziehen. Das muss immer noch nicht heißen, dass jeder Hirte Unzucht mit seinen Tieren treibt, nur weil er auch seine Schafe schert oder weil er auch die Milch von seiner Ziege trinkt oder weil er auch ein Tier schlachtet und das Fleisch zu sich nimmt, sich davon ernährt. Die Frage ist immer, wie der Gesamtbezug ist. Also ein Hirte lebt er in konstanter Beziehung zu seiner ganzen Herde und hat dadurch eben durchaus diesen Bezug zum großen Ganzen, wenn er dann auch diese einzelnen, sagen wir mal, nutzenorientierten Handlungen vornimmt, ist er dadurch vielleicht immer noch nicht dabei, dass er diese Handlungen aus dem Gesamtkontext herausgerissen hat. Dagegen, wenn wir unser Fleisch im Supermarkt kaufen und überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, woher das kommt, dass ein Tier dafür gestorben ist, dann könnte man schon eher geneigt sein, das als wirkliche Unzucht mit den Tieren zu betrachten, zu verstehen. Aber nicht nur auf die Tiere bezogen, natürlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo von physischer Nacktheit erstmal keine Rede ist, kann trotzdem diese Unzucht in diesem Sinne geschehen, wenn einfach reine Nutzenbeziehungen geknüpft und gepflegt werden.
So sind also viele heutige oder wahrscheinlich zu allen Zeitaltern vorhandene menschliche Beziehungen auch von dieser Unzucht in diesem Sinne geprägt, von dieser eigentlichen Beziehungslosigkeit. Und um jetzt das auch noch mal ein bisschen mehr von der hebräischen Wortwurzel zu untermauern, kann man dieses Enthüllen von Blöße, dieses Aufdecken von Scham ja auch ganz physisch verstehen, dass also das Gewand entrissen wird. Also das, worin ein Mensch in diesem Bild gekleidet ist und dadurch ja erst sozusagen seine ihm angemessene, würdevolle Form hier zeigt in der Erscheinung, das wird ihm entrissen. Das heißt auch, so wie sozusagen das gesamte Schicksal das ist, was den Einzelnen kleidet. Man sagt ja auch, wenn man sich in seinen Talit, in seinen Gebetsmantel hüllt, dann hüllt man sich eigentlich in den Tau des Himmels, also in. Das Wort Talit kommt von dem Wort Tal, von dem Wort Tau auf Hebräisch, also der Morgentau. Und der Tau des Himmels wird dann auch mit dem Manna, mit dem Brot vom Himmel verglichen, sodass man sich also in seine Ration Manna jeden Morgen beim Morgengebet einhüllt, um sich dadurch bewusst zu machen, beziehungsweise nicht um sich bewusst zu machen, sondern man tut es einfach, weil sich das im Inneren automatisch sozusagen von selbst tut. Im Ewigen ist das einfach so, dass man eingehüllt ist in diese seine tägliche Ration Brot vom Himmel, in das, was einem gegeben ist als sein tägliches Schicksal, Tag für Tag neu. Wir sollen ja uns ja auch nicht, wie Jeschua sagt, um die folgenden Tage sorgen, sondern jeder Tag hat sein eigenes Böses oder seine eigene Herausforderung. Und das ist eben dieses Manna, was uns jeden Tag zukommt, im Guten wie im Schlechten nach unserer Wahrnehmung. Manchmal gefällt es uns, manchmal nicht. Manchmal schmeckt uns das Manna, manchmal kommt es uns zu den Ohren raus, aber es ist immer unsere Ration. Wir kriegen immer genau das, was wir brauchen für den Tag. Und das ist eben unser Gewand im metaphysischen Sinne, sagen wir mal. Also das, worin wir eingekleidet sind, als dieses kleine, nackte Einzelschicksal in der großen, weiten Welt, da sind wir von eben diesem Schicksal, das eben genau auf uns bezogen ist. Auf keinen anderen ist die ganze Welt genau so bezogen, wie sie auf mich bezogen ist. Und das kann jeder Mensch von sich sagen. Das ist seine Heimat. Auch wenn die Welt groß und weit ist, an dem Punkt, wo ich bin, wo ich stehe und lebe, dort ist das mir Nächste eben meine Heimat gerade. Und dort ist dieses gesamte Schicksal das Gewand, in das ich eingehüllt bin. Und so kann man also sagen, wenn man jemandem dieses Gewand entreißt, in dem Moment, wo man mit ihm zu tun hat, wo man mit ihm Umgang hat, wo man mit ihm eine Beziehung eingeht, wo man ihn also nicht eingebettet in sein ganz individuelles, ihm zustehendes und zugemessenes Gewand wahrnimmt, sondern ihn eben nackt vor sich hat, weil man ihm dieses Gewand, diesen Gesamtkontext entrissen hat, da hat man ihn eben herausgerissen aus dem großen Zusammenhang der ganzen Schöpfung und ihn sozusagen nur auf sich selbst bezogen, also eine völlig eindimensionale Beziehung daraus gemacht, so eine reine, ja, eindimensionale mathematischen Sinne wirklich, also nur eine verbindende Linie zwischen mir und dem Gegenüber. Und alles andere, alle anderen Bezüge, zu denen er, zu denen ich stehe, zu denen wir dadurch insgesamt gemeinsam stehen, dieses Eingebettetsein eben in den realen Nexus, wie es die Philosophen sagen, das wird dann völlig ausgeblendet. Und in diesem Moment stehen wir in großer Gefahr, in diesem geistigen Sinne Unzucht zu treiben in dieser menschlichen Beziehung, weil wir eben diesen Menschen, der uns dort gegenübergestellt ist, seines Gewandes beraubt haben, am Berauben sind. Das also Gilui Erwa.